Herzlich willkommen auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Wool. Wir häkeln, stricken und spinnen hier. Sei du auch mit dabei. Und jetzt kommt eine wunderschöne neue Strickanleitung für dich. Wir stricken ja zurzeit die Jacke Appenstern und wer weder Knopflöcher noch einen Reißverschluss möchte, sondern ein Gürtel, dann kommt jetzt hier die Strickanleitung. Ich habe 3 Stück vorbereitet. Wir beginnen mit der einfachsten. Das ist die. Dann nehmen wir uns die vor und die. Also, lasst uns mal beginnen. Für alle 3 Varianten brauchst du einen Kreuzanschlag und 30 Maschen. Hier, das sind auch 30 Maschen. Ergeben 7 cm auf der einen Seite und 7 cm auf der anderen Seite. Das sind auch jeweils 7 cm und hier auch. Also brauchst du für alle eine gerade Maschenanzahl. Auf einer Nadel 15, auf der anderen Nadel 15. Und so beginnst du. Ich habe hier Nadeln 3,5er. Da wird das richtig schön dicht und wer das möchte, der kann auch schon unten praktisch, ich zeige euch das zum Beispiel an dem, ein Stückchen mehr nehmen, um dann das hier auch zusammenzunähen. So, du lässt also ein Stückchen übrig und dann erst brauchst du für 30 Maschen ungefähr 70 cm für einen Kreuzanschlag. Muss das ungefähr jetzt 1 Meter Faden sein, den du vorne runterlässt. Und hinten hast du ja eh dein Knäuel dran. Und jetzt zeige ich dir, wie du einen Kreuzanschlag machst. Also erst wirklich so drunter Finger ablassen und dann hast du schon die allererste Masche. Die zweite. Die dritte. Die vierte, die fünfte, die sechste, die siebte, die achte. Ich glaube, ihr habt das jetzt verstanden, dass ihr hier vorne drunter müsst und hier hinten um diesen einen Faden und dann hier vorne das wieder glatt ziehen. Ich mache jetzt den Rest ohne euch und wenn ich 30 habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt die 30 Maschen angeschlagen und zum Vernähen habe ich jetzt noch den kleinen Rest übrig. Den mache ich jetzt erstmal runter und ich zeige euch jetzt, wie ich das zum Beispiel mache, wenn ich das auf 2 Nadeln verteilen muss. Ich zähle jetzt von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Dann ziehe ich mir praktisch die Nadeln hier so raus. Ich fange immer meistens mit der Seite auch an, wie jetzt. Und wenn ich hier bei 15 bin, steche ich praktisch die eine Nadel hier durch und die andere Nadel ziehe ich mir dann bis dahin ab. So dass ich jetzt praktisch das einfach nur so nebeneinander legen kann und gar nicht viel nochmal bei der zweiten Nadel nachzählen muss. Jetzt wende ich die ganze Sache, schiebe mir das hier nach vorne, dass ich jetzt praktisch diesen Faden, den wir dann zum Vernähen brauchen, an die Seite lege und jetzt gleich hier vorne wieder weiter stricken kann. So, du strickst dann praktisch einfach nur in Runden. Das ist jetzt die einfachste Methode, Variante 1. Du strickst alles nur rechte Maschen. Das heißt, du musst hier jedes Mal bei diesem Übergang, ihr seht, wie schön das hier ist, also keine Löcher von dieser Nadel zu dieser. Ich zeige dir jetzt, wie du das machst. Du ziehst einfach hier richtig fest an
und siehst, das liegt jetzt komplett nebeneinander. So, dann strickst du einfach alles rechte Maschen. Einfach so lang, wie dein Gürtel sein muss. Wie lang muss ein Gürtel sein? Ich hatte das bei der Häkelvariante schon mal gesagt. Das Video gibt es auch in der Playlist unter Jacke Abendstern stricken, Schritt für Schritt Anleitung. Du musst deine Taille messen, plus 15 cm rechts zum Binden mehr und 15 cm links, also einfach 30 cm mehr stricken und du kriegst einen super schönen Knoten hin. So, jetzt hast du alles rechts abgestrickt auf einer Nadel. Du wendest das und auch hier ist das mit dieser Masche wieder. Du machst die erste Masche, ziehst hier richtig schön an, dass du merkst, dass diese letzte Masche sich und die Nadel mit bewegen. Also richtig schön fest. Dann lässt du das erst ab und du strickst das alles bis richtig hoch. Immer rechte Maschen, Runde für Runde, bis dein Gürtel lang genug ist. So. Und diese zwei Seiten wiederholst du praktisch jetzt immer weiter. So. Ich kann es euch nochmal auseinander machen. Das Maschenbild ist super toll und das wird mit der Zeit eventuell auch ein bisschen ausleiern. Aber nach jedem Waschen kannst du das dann wieder gerade ziehen, in Form bringen beim Trocknen und das wird wieder richtig schön. Super. So. Und jetzt kommt Variante 2. Variante 2 ist auch so wie die andere Variante. Du beginnst auch mit deinen rechten Maschen, mit dem Anschlag. Auch so, du machst 30 Maschen. Und wir haben ja zwei Mustersätze im Wechsel gestrickt. Hier zum Beispiel ist der eine Mustersatz mit dem falschen Zopf. Aber ein bisschen anders. Du strickst jetzt die ganzen Reihen hoch. Hier dazwischen hast du immer 5 Reihen. Das heißt, nach der 4. Reihe musst du einfach eine viel größere Nadel nehmen, damit das nicht zu eng wird und du auch immer durch diese 2 Maschen durchkommst. Ich habe ja gesagt, ich habe hier eine 3,5er Nadel. Diese Nadel ist eine 5er Nadel, also mindestens 1,5-2 Nummern größer und du wirst dann hier an diesen Stellen richtig schön durchkommen. Du strickst dann einfach eine ganze Reihe mit dieser großen Nadel. Und du hast auch jetzt mehr Faden zur Verfügung, um diese 2 Maschen zusammenzustricken. So. Wenn du jetzt praktisch hier drüben bist, hast du jetzt viel mehr Faden zur Verfügung. Das ist auch noch ein Tipp, wer zum Beispiel nicht so viele Nadeln möchte, dann einfach mit der normalen Nadel, mit der er sowieso immer abstrickt, das ist ja eine 3,5er gewesen, einfach die Maschen übernehmen und auch nicht nachziehen oder denken, das ist zu viel Faden, wenn du wirklich nur 1,5 Größen oder 2 Größen größer hast, ist das super. So, jetzt hast du das hier auf. Du siehst, dass die Maschen hier
viel größer sind. Jetzt strickst du das einfach noch mal mit der anderen Seite auch so. So. Einfach abstricken. Das ist jetzt praktisch Reihe 5. Wir haben ja immer zwischen den Perlenreihen, sage ich jetzt einmal, diese Reihe 5 wird dann immer mit einer größeren Nadel gestrickt. Ich schreibe euch das auch wieder unten in die Infobox. Und dann einfach wieder zurück auf die Nadel, die du gerade abgestrickt hast. So. Einfach alle wieder zurückheben oder überheben, ohne stricken, so zurück auf die Nadel. Das war jetzt ein extra Tipp für dich und jetzt hast du nämlich hier viel mehr zur Verfügung. Praktisch ist jetzt die Reihe 6 eine Musterreihe. Du nimmst immer zwei zusammen, strickst sie ab und machst einen Umschlag von vorne nach hinten und wieder unter die beiden zusammenstricken, einen Umschlag von vorne nach hinten zusammen abstricken, einen Umschlag von vorne nach hinten. Das wird ein richtig schöner Schmuckgürtel und du kannst dann praktisch auch in den Farben oder Komplementärfarben oder in irgendeiner richtig schönen Farbe, die du möchtest, die auch zu deiner Wolle passt, praktisch Perlen nehmen. Umschlag muss ich noch machen, genau. Die Perlen nehmen und dann einfach, das zeige ich dir auch gleich, so, noch einen Umschlag. Ich hatte hier mir das so verteilt, dass ich auf einer 16 habe. Hier vorne, ihr seht jetzt, hier müssten ja 15 sein. Ich habe mir das dann angewöhnt, dass ich auf der Vorderseite, also auf der, wo wir jetzt gerade sind, die Masche von hinten nach vorne überhebe, dass ich 16 habe. Und jetzt gibt es hier auch wieder einen Trick, um eine Masche nicht zu verlieren. Einfach die Nadel richtig weit rüberschieben, sonst könnte sein, dass dir dieser Umschlag abhanden kommt, weil er hinten von der Nadel rutscht. Jetzt wird der Faden praktisch. Sieht er aus wie einmal drum gewickelt, ist aber nicht. Das wirst du dann beim Abstricken merken. Jetzt kommen hier vorne 14 Maschen. Schön zusammenstricken. Und auch wieder ein Umschlag von hinten nach vorne. Das heißt, wir müssen jetzt praktisch hier 7 mal zusammenstricken und 7 Umschläge nehmen. Und so hast du dann auch deine 30 Maschen wieder erhalten. So. Mal einfach von hinten durch und ein Umschlag von hinten nach vorne und die letzten zwei auch wieder zusammenstricken. So und ein Umschlag von hinten nach vorne. Jetzt auch wieder bis auf die Mitte schieben und du siehst jetzt schon, ich mache jetzt noch eine Reihe. Damit du siehst, wie die Löcher entstehen, stricken wir einfach jetzt mal eine Nadel ab. Du hast hier immer eine Masche und einen Umschlag im Wechsel. Immer schön abstricken. Hier ist der Umschlag runtergefallen. Du kannst dir den, so wie ich jetzt hier, einfach hochholen. Das ist dieser Faden, der hier aussieht,
als wenn er nirgendwo hingehört. Das kann auch passieren. So, das hatte ich vorhin zweimal gemacht, damit ich euch diese Variante auch zeigen kann. Wenn dir das passiert, dann sieht das wirklich, ich mache das jetzt mal hier ab, so aus, als wenn eine Masche, sag ich mal, runtergefallen wäre. Ist aber nicht. Es ist der Umschlag, den wir ja aufgenommen haben, um die Maschenanzahl von 30 weiter beizubehalten. Jetzt sind wir hier hinten am Ende. Das ist jetzt praktisch der Umschlag, weil wir ja hier zwei zusammengestrickt haben. Und du nimmst das auch einfach. Hier drüben musst du dann ordentlich ziehen, so dass du wieder diese saubere Kante hinbekommst. Ich mache jetzt ganz schnell rüber ohne Erklärung und dann zeige ich euch mit saubere Kante, was praktisch gemeint ist. Du strickst auch auf dieser Seite alles einfach ab, rechts ab, muss man ja noch dazu sagen. Falls du Anfänger bist, ist das auch eine sehr schöne Methode, wie du dich weiterentwickeln kannst. So, jetzt sind praktisch alle abgestrickt. Wir gucken uns die Seite an. Hier könnt ihr das dann sehen, dass das hier richtig schön dann wieder aussieht. Und jetzt denkt ihr, sie hat ja die Perlen gar nicht mit eingestrickt. Nein. Es ist eine andere Methode zur Stabilisierung dieses Musters und dass der Gürtel praktisch nicht so aus der Stabilität gerät. Du hast dann hier hinten diese, das sieht man hier super schön, von dem zwei Zusammenstricken hast du hier zwei Maschenglieder, durch die musst du. Mit den Perlen hatte ich euch ja schon erklärt. Ich habe hier meine Krabbelkiste, wie ich immer so schön sage. Ich hätte zum Beispiel auch rosane Perlen nehmen können oder weiße. Aber ich tue jetzt mit euch einfach mal noch die zwei ein. Mit der Nähnadel hier reinmachen. Du hast hier diese zwei Maschenglieder, durch die gehst du einfach. Perle nach außen und es sieht wunderschön aus. Ich mache jetzt die anderen zwei mit euch auch noch. So. Einfach hier hinten diese zwei Maschenglieder nehmen und wenn du das vor dir hast, ist dir das bewusst, was ich meine. Und jetzt auch wieder. Hier habe ich mir am Anfang ein Stück verstochen und dann erst bin ich da rein. Also müssen wir jetzt hier noch eine Perle raussuchen. Ach, die ist ein bisschen klein, eine große. So, du fädelst die einfach auf. Und gehst auch wieder hier hinten durch diese zwei Maschenglieder. Und ich würde das dann nochmal durch diese Perle führen. Einfach so. Und auch hier nochmal durch. Und dann mir hier drinne verstechen. Wer Socken strickt, der sieht jetzt ein paar Vergleiche, kann er ziehen. Du musst ja dann auch deinen Restfaden beim Socken verstechen. Und das ist jetzt praktisch. Hier kannst du ein paar Mal hoch und runter gehen in diesen Reihen hier hinten. Wenn du das umdrehst, siehst du das hier wunderschön. Und jetzt ist praktisch eine Reihe fertig. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du das auch so lassen. Ja, dabei viel Spaß. Und jetzt kommt Nummer 3. Nummer 3 geht wie folgt. Das ist jetzt das Schwierigste, aber sieht am schönsten aus, weil wir machen hier die kleinen Abendsterne. Ihr könnt auch
praktisch wieder das miteinander kombinieren, wie in der Jacke, diese zwei Muster. Aber ich finde das so viel schöner. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig gut seht. Hier, wie toll die Sterne hier rauskommen. Ich habe auch wieder 30 Maschen. Wir hatten ja einen Mustersatz teilbar durch 5 bei den Sternen. Also sind 30 Maschen praktisch 3 Mustersätze pro Nadel. Und wieder 2 dazwischen und dann kommt wieder ein Stern, 2 dazwischen und hier auch hast du ja dann auch die 2 dazwischen. Und auch hier strickst du einfach mit dieser großen Nadel, wie gerade eben, das ab. Sie ist ja Größe 5, wir haben ja 3,5. Einfach die 5. Reihe, das ist auch schön zu merken, die Reihe, bevor dann die Sternreihe kommt, einfach hier abstricken mit dieser großen Nadel. So, alles rechte Maschen. Jetzt habe ich hier wieder meine 15. So, und auch hier einfach die Maschen wieder mit dieser Nadel aufnehmen, damit du auch wirklich diesen überschüssigen Faden, sage ich jetzt mal, den du dir ja jetzt mit dieser viel größeren Nadel erstrickt hast, auch wirklich zur Verfügung hast. So, jetzt seht ihr das schon, dass ich dann wunderschön hier reinkomme. So, auch hinten auf der Nadel wird dann einfach mit dieser viel größeren Nadel abgestrickt. So. So, und auch hier nimmst du die abgestrickte Nadel wieder und tust die dir wieder alle zurückmachen. Dass du dann auch wirklich das zur Verfügung hast, um 3 Maschen zusammenzustricken. So, ja, hier seht ihr das, wie schön groß die Maschen sind. Und noch ein Tipp, wir haben ja hier eine 3,5er Nadel. Ich habe jetzt hier eine 3er Stricknadel. Du gehst also auch einfach praktisch eine halbe Nadelstärke runter. Alle wieder auf die gleiche Größe. Ihr kennt jetzt das Muster schon von der Jacke. Einmal rechts durch, einmal rechts verschränkt und noch einmal rechts durch. So, ihr habt jetzt gesehen, wie schön das mit meinen 2 Tipps für euch geht. Ich mache jetzt einfach mal alles bis rüber, weil das Muster kennt ihr ja schon. Ihr habt jetzt hier 5, das ist jetzt wieder die erste. Die 2., die 3. und die 4. erstmal auf gleiche Größe. Dann einmal rechts durch. Einmal rechts verschränkt. Und noch einmal rechts durch. Jetzt, das ist Masche 5, Masche 1. Jetzt wieder die letzten 2., 3. und die 4. auf gleiche Größe. Und dann auch hier wieder einmal durch rechts,
einmal rechts verschränkt und einmal rechts durch. Und jetzt wieder die fünfte Masche. So, wir haben jetzt wieder alle unsere Maschen, die wir brauchen. Auf der anderen Seite strickst du auch mit dieser Dreiernadel weiter oder mit einer Nadel, halben Nadelstärke kleiner. So, ich musste das ablassen, weil ich irgendwie einen Faden noch hatte. So, jetzt wieder rechts. Rechts verschränkt. Und dann noch einmal rechts durch. So, ihr habt jetzt auch wieder eure drei Maschen erhalten. Masche 5, Masche 1 und wieder. Ist doch ein tolles Muster. Also ich mag das kleine Sternchenmuster wirklich gerne. Weil man ist so schnell zu Ende mit der Reihe. Ja, und so schnell wird dann auch euer Gürtel gehen. Also ihr werdet es dann kaum merken. Das war jetzt Masche 5. Hier kommt jetzt die erste Masche wieder. Die drei erstmal auf gleiche Größe. Und wieder einmal rechts durch. Einmal rechts verschränkt. Und noch einmal rechts durch. Und die fünfte Masche. So, jetzt in dieser Reihe könnt ihr jetzt wieder mit einer ganz normalen Dreierhalber stricken. Und hier müsst ihr jetzt wieder anfangen mit diesem, die erste richtig schön anziehen. Dann habt ihr hier die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Und jetzt wieder. Die erste und die zweite und die dritte, die vierte und die fünfte. Jetzt wieder die erste, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Also haben wir jetzt wieder unsere drei Mustersätze. Das ist jetzt schon wieder Reihe 1. Du musst das jetzt praktisch noch dreimal wiederholen und dann die etwas größere Nadel, sodass du dann vier Reihen praktisch in diesen normalen, mit dieser normalen Nadel rechts abstrickst. So. Und dann praktisch die Reihe vor diesem Sternchenmuster einfach, sag ich mal, wieder mit dieser größeren Nadel, zwei Nadelstärken oder anderthalb und dann hier auf drei runter, also auf eine Nadelstärke runter. Ich glaube, ich habe hier eine Masche verloren. Das ist auch mal schön, dass das passiert ist. Das ist mir ja nicht passiert, wo ich euch das Muster erklärt habe. Die Masche hängt dann hier hinten rum. Oh, jetzt geht die nächste auch gleich wieder mit ab. Wartet, ich mache die mal schnell drauf. So, und hier hinten, die hat man dann auch noch das nächste Mal hängen. So, jetzt hebt ihr euch einfach wieder drauf. Und jetzt strickt ihr die praktisch alle einfach ab. So, und jetzt habt ihr auch einen Gürtel mit Sternchenmuster. Und ich würde sagen, wir nähen jetzt hier unten das einfach zusammen. Du kannst auch mit einer Häkelnadel zum Beispiel dir eine Häkelkante machen, sag ich mal. So. Meine Nadel ist schon ein bisschen krumm, weil ich kriege das dann hier so besser rein. Ich mache das jetzt ohne euch und dann nähen wir das einfach zusammen. So, ich habe jetzt meine Nadel drinne und du hast hier so eine Anschlagskante und da siehst du das richtig gut, wo praktisch immer zwei
Maschen und hier unten ist dann diese eine Bogen. Und du nähst praktisch, hast hier unten das richtig schön. Hier, ich zeige es euch jetzt nochmal von hier durch. Das legst du über diese andere von unten. Und dann kannst du hier das richtig schön zusammennähen. Der Faden muss praktisch immer hier so drüber. Diese Variante kannst du machen, dass das hier praktisch immer oben drüber geht. Und von hinten nach vorne praktisch dir das zunähen. So, wieder von hinten nach vorne. Jetzt könnt ihr schon mal das kurze Stück sehen. Also du siehst dann hier auch keinen Anfang und kein Ende. So sollte die Naht aussehen. Du kannst auch eine andere Methode machen. Immer so von der Mitte nach außen. Das geht auch, dass du praktisch jede Seite. So, jetzt muss ich hier erstmal ziehen. Ja, ist schon zu spät. Ja, wartet mal. So, also wieder von der Mitte nach außen. Und dann hier rein. So, und dann kannst du das auch drinnen noch weiter verstechen. So. Du kannst dann entweder in dieser Kante hier unten zurückgehen oder einfach wie beim Socken dir hier diese hinteren Reihen nehmen und verstechen. Wir gucken uns das jetzt mal schön an. Also das ist die Methode mit diesem über drüber schlagen und hier das andere ist diese Methode von der Mitte nach außen. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei deinem Gürtel. Mit meinen Ideen. Ich lege sie euch alle drei noch mal hin. So. Du kannst sie auch jetzt untereinander kombinieren. Oder wo ist jetzt die andere Methode? Hier einfach nur einen rechten, alles rechte Maschen. Viel Spaß, meine Lieben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wenn du das an einen anderen Tag wie einem Freitag schaust, da wünsche ich dir einen schönen Tag und tschüssi, sagt eure Nicole von Sheep Love Wool.